King of Iron Fist Tournament. Enter the Tekken. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ranking Stage Special zu 30 Jahre Tekken, zu meinen Top 10 Tekken Games. Und wir sind bei den, sagen wir jetzt, jetzt kommen sehr lange die guten Spiele, die wirklich sehr guten Spiele, die man wirklich nachholen sollte. Und ab dem Moment würde ich sagen, fangen wir an mit meinem Platz Nummer 6. Und mein Platz Nummer 6 ist das 1999 erschienene Mother of All Fighting Games, Tekken 3. Mein Gott, was wurde nicht alles schon zu Tekken 3 über die Jahre gesagt? Oder wie oft wurde Tekken 3 erwähnt? Oder wie oft wird immer noch Tekken 3 ist in den Köpfen vieler damaliger Leute, die eine PlayStation hatten, die in den 90ern ziemlich viel gezockt haben. Und ja, meine Fresse, ich muss persönlich sagen, ich besaß diese hier in Bilder gezeigten Retail-Fassung, also die physische Fassung, hier in der Erstauflage bis letztes Jahr noch nicht. Wie gesagt, diese benutzten Schrammen in dieser Jewel Case, die sind nicht von mir hinten, wenn die Bilder kommen. Auf jeden Fall, ich muss sagen, Tekken 3 ist für mich das... Ich besaß damals noch keine PlayStation. Ich war nämlich noch ein Kind, der keine PlayStation hatte. Ich hatte eher sozusagen, damals nannte man es Pommesfreunde. Ja, man ist zu jemandem gekommen, Mutti hat immer was Leckeres zu essen gemacht und dann haben wir gezockt. Damals hat man sich nach der Schule getroffen und dann ist man immer... zu demjenigen gegangen, der immer sozusagen die fetteste Konsole hatte. Ich hatte damals einen guten Freund, wo die Familie ziemlich spendabel war. Und die hatten dann halt eine PlayStation, aber halt nicht so viele Spiele, weil die Spiele waren mega teuer damals. Wie gesagt, 120 D-Mark, glaube ich, auch so in dem Preis, oder 100 D-Mark oder 80 D-Mark. Ich weiß nicht mehr den Preis. Ich habe damals... Ich habe damals Final Fantasy 8 in der Platinum-Version für 30 D-Mark, glaube ich, geholt. Oder 50, ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls aus meinem eigenen Taschengeld. Denn das waren... Tekken 3, wie gesagt, beschreibt für mich die Videothekenzahl. Damals gab es halt Videotheken, wo man Filme ausleihen konnte. Die kamen... Also das einzige Premium, der einzige Premium-Sender, Privatkabel-Fernsehsender, war halt Premiere in der Zeit. Und da kamen die Filme, glaube ich, nach circa 4 Monaten dort schon exklusiv da drauf. Und dann, glaube ich, ein halbes Jahr später auf Free-TV. Und ich lebte damals gleich gegenüber... Also sozusagen quasi das Nachbarhaus war ein Blumenladen und gleich daneben eingebaut war da eine Videothek. Und in dieser Videothek wurden auch natürlich PlayStation N64 Spiele zum Ausleihen gegeben. Es war natürlich auch ein Fernseher und eine PlayStation bereit zum Ausleihen. Und so ein PlayStation-Spiel übers Wochenende, natürlich haust du für 2 Tage eine Mark 50 rein. Freitag, du gehst dahin, leistest aus. Freitag und Samstag, Sonntag ist frei und Montag gibst das wieder ab. Und da haben ich und mein Kumpel und beziehungsweise alle meine Freunde, die ich aus der Schule kannte, wir haben uns das ständig ausgeliehen. Ich kannte wirklich niemanden, der das Spiel besaß, außer natürlich nachher irgendwann gebrannt. Auf jeden Fall Tekken 3, das kannte jeder, das hat jeder gespielt. Das war für jeden, es war auch sehr massen
Es war sehr sozusagen so Massenverkauf wie damals bei der Super Nintendo mit Super Mario World. Damals die PlayStation 1 DualShock Version, also wo die Controller tatsächlich zwei Sticks hatten und den DualShock Motor. Die hatten sogar, glaube ich, zwei Controller und mit Tekken 3 dazugepackt. Ich weiß nicht, ob da sogar schon die Platinum Edition schon reingepackt wurde, weil Tekken 3 hat sich so schnell verkauft, dass es für günstig Geld verkauft wurde. Die Erstversion, also die Erstauflage mit dem reflektierenden bei Jins Handschuhe hier diese Metalldinger, die gab's nicht so schnell wieder, beziehungsweise sie war sehr schnell vergriffen. Und auch auf der CD reflektieren die Metallpins auf seinen Handschuh, bei seinem Vollkontakthandschuh. Naja, und was soll ich sagen? Tekken 3, das habe ich schon sehr, sehr viel gespielt. Nicht so viel wie den nächsten Teil, aber trotzdem massenhaft gespielt. Klar, Tekken 3, das war eine Zeit, wo man muss das so ein bisschen sich vorstellen. Damals war in den 90ern natürlich Fighting Games, das war eine sehr, sehr große Ära, eine sehr große Zeit, wo wirklich Fighting Games beziehungsweise die Videospielwelt immer, sagen wir mal, noch Wild West war. Da wurde ausprobiert, da kam sehr wildes Zeug raus, da hat man natürlich das genommen, was man kriegen konnte. Da war genauso viel Gutes wie auch genauso viel Mist dabei. Und Street Fighter 2, speziell Street Fighter 2, das war ein Brand. Das war allgegenwärtig. Ich möchte nicht sagen, dass die Street Fighter Alpha bzw. Alpha 2 einen ähnlichen Stand hatten, weil das konnten sie gar nicht erreichen. Street Fighter 2 war allgegenwärtig. Es wurde immer noch veröffentlicht. Es wurde sogar bis in die PlayStation 2 Ära nochmal zum 15-jährigen nochmal ein Hyper Street Fighter 2 rausgebracht. Und Tekken 3 hat so, man muss sich auch vorstellen, bei uns in Europa wurde Virtua Fighter nicht so krass beworben. Nicht irgendwie mit Standees oder Postern oder was auch immer. Also das wurde sehr wenig beworben. Auch im Videospielmagazin, das hast du sehr krass übersehen. Das wurde nicht so krass dahingestellt wie ein Soul Calibur, wie ein Dead or Alive oder ein Bloody Roar. Tatsächlich, Bloody Roar war auch ein wirklich sehr großer Kritikerliebling. Ja, das muss man sich nochmal vor Augen halten. Und dann Tekken 3 hat mal einmal so richtig auf den Putz gehauen mit einer neuen Engine, mit einer in der Zeit bekannten selben Masche wie die anderen Fighting Games. Street Fighter 3 hat sozusagen neue Charaktere dazu gepackt, genauso wie ein paar alte, aber überwiegend so die neue Generation im Kader der Kampfspiele, also der Kampfspielserie. Das hat zum Beispiel Fatal Fury auch gemacht mit Garou, Mark of the Wolves, und Tekken 3 natürlich auch. Denn in Tekken 3 gab es keine, da wurde, wie gesagt, da waren sehr viele aus Tekken 2 nicht mehr da, wie in Baekdos-san, wie der erste King, und so einige andere. Und Tekken 3 ist sozusagen, man muss sich das vorstellen, das ist quasi das, wo Tekken 3 viele ins Gedächtnis gerufen haben, das ist ein Kampfspiel, das ist ein ganz großes Kampfspiel, das ist ein Kampfspiel, für viele das erste 3D-Kampfspiel, das erste richtige 3D-Kampfspiel, für Leute, die sich nicht so mit Videospielen so viel auseinandergesetzt haben. Tekken 3, das hat man gezockt. Wir haben es alle gezockt. Und wie ich schon in der Radio Stage Folge gesagt habe, das hat dein Vater, deine Mutter, deine Tante, dein Onkel und sämtliche andere Familienverwandtschaften gezockt damals. Gefühlt die ganze Welt, sogar dein Opa hat es gezockt, ja. Gefühlt die ganze Welt hat Tekken 3 gezockt. Das war auf in jedem Verkaufsstand, wo es nur möglich war, war Tekken 3 drin. Und das hat auch gefühlt jeder gespielt, denn Tekken 3 hatte jetzt nicht nur, das war das erste Tekken, was auch Minigames dabei hatte.
wie einen Tekken Force und Tekken Ball. Ich glaube, speziell in Japan, wenn ich mich nicht verlesen habe, hat Tekken 3 sogar ein Theater-Modus, wo selbst die Tekken 1 und 2 Cutscenes dabei sind, glaube ich. Ich müsste mich nochmal belesen, denn ich müsste nochmal das Tekken Total-Heft holen für Tekken Tag Tournament. Aber das dazu gleich später mehr. Jedenfalls wollen wir mal in Tekken 3 reinschauen und oh, ich muss erstmal meinen Controller anmachen. So. Jetzt erstmal gleich gucken, wie laut ist es nochmal für mich? Ja, Tekken 3 definitiv, ja, das ist historisch erstmal sehr wichtig, nicht nur für die Tekken-Reihe, sondern auch für die, fürs Kampfspielgenre. Das war nämlich das zweite große Phänomen der Kampfspiele. Also das hat gefühlt jeder gespielt, das hat ein Statement gesetzt und Tekken war ab dem Moment nicht mehr wegzudenken. Ja, sehen wir uns nochmal das ja, PlayStation-Intro an. Man muss sich immer vorstellen, die Leute, die haben nochmal extra CG-Sequenzen extra für die PlayStation-Version gemacht. Diese Minigames, auch extra alles für die Heimkonsole. Und nochmal, ja, extra. Ich glaube, das ist nicht das erste Mal. Wir haben schon bei Tekken 2 extra eine neue Variante der Musik hier reingebaut. Und wie gesagt, der Soundtrack von Tekken 3, wow, ist der gut. Der ist unfassbar gut. Ja, Link Shoryu, wie ich nenne, das Wunder von Tekken 3, da Junkasama nicht mehr dabei war und ich bin so ein kleiner Fan von technischen Charakteren, war Link Shoryu für mich genau das Richtige. Ja, aber man muss auch sagen, Tekken 3 ist auch ein PlayStation 1 Klassiker. Also, wenn einer an PlayStation 1 Kampfspiele denkt, dann sagt jeder zuerst Tekken 3. Das ist klar. Und wenn, dann hört schon auf. Ne? Da sagt nicht jeder irgendwie nur Soul Edge, Blood War 1, Blood War 2, Dead or Alive oder so. Alle sagen Tekken 3. Und Tekken 3, ja, meine Güte. Ja, natürlich. Xiaoyu. Nicht hier. Oh, Moment. Muss man das selber laden? Also ja, genau. Meine Survivor-Daten. Wie gesagt, das sind jetzt neue. Also wie gesagt, ich hatte damals Tekken 3, genauso wie Tekken 2, habe ich da sehr lange nicht besessen. Sehr lange nicht besessen. Aber man muss sich vorstellen, Leute, heute Tekken 3, es gibt nirgendwo Tekken 3 irgendwo heutzutage zu spielen, außer man hat noch eine PlayStation 2 Version von Tekken 5, damit man die Arcade Version spielen kann. Und ja, ich weiß nicht mehr, wie die ist, aber da werden wir spätestens, wenn wir bei Tekken 5 dabei sind, mal reinschauen. Natürlich Xiaoyu mehr gespielt, Jin und Hodeng. Hodeng habe ich sehr gerne gespielt. Ich bin nämlich ein kleiner Taekwondo-Fan. Natürlich damals Kim Jae-hoon, hat es angefangen bei mir mit Fatal Fury, beziehungsweise King of Fighters. Und dann war Hodeng für mich so der nächste große Wurf. Ich habe Hodeng immer gerne gespielt, aber ich habe ihn nie gemaint. Aber ich habe ihn sehr gerne gespielt, sehr, sehr gerne. Also Hodeng war ein cooler Neuzugang für mich. Jin Kazama, ich war nicht der beste Freund von Jin Kazama. Ich habe gemerkt, es gibt hier kein Kazuya.
oder wie Beat'em Up Master und ich immer den Running Gag damals gesagt haben, wer ist Kazuya? Fragt sich das Spiel. Jin Kazama ist hier tatsächlich kein eigener Charakter. Er ist eine Fusion aus Jun und Kazuya Moves plus seinen eigenen Kazama Stil. Also da hat schon ein eigener Combo Ways bzw. Signature Moves, zum Beispiel den Scissor Kick, den benutzt er seit heute immer noch in seinem. Natürlich, das ist immer noch Karate, aber das hier übt er immer noch den Mishima Stil aus. Deswegen muss ich schon sagen, yeah, Records, okay. Character Time. Also, Time Attack habe ich noch nicht gemacht. Ich habe auch tatsächlich, hier noch nichts hier gemacht. Tekken Force. Habe ich den vierten Modus noch nicht? Practice Mode. Option Modes. Naja, es ist jedenfalls vollgepackt. Team Battle, Time Attack, Survival Mode, Tekken Force Mode, Practice Mode. Ich glaube, der Dingens hier. Ja, ich habe noch nicht viel freigespielt. Ich glaube, ich habe jetzt gerade Mukujin und Kuma freigespielt. Oder, ach ja, Julia habe ich auch noch freigespielt. Ja. Und ich muss sagen, persönlich, Tekken 3. Ja. Das ist. Lin Xiaoyu. Übrigens, hier gab es schon Combo Training. Tatsächlich. Ne? Und da kann man jetzt schon richtig krass loslegen. Ne? Also bam, 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 bam. Das ist schon die 10er-Kombo. Ne? Die Command-List kann man sich auch hier angucken. Combo-Replay. Plus 4-Kombo. Plus 6-Kombo. Plus. Combo-Type. Ja, das ist alles, das sieht schwierig aus, aber da muss man sich ein bisschen reinarbeiten. Da kann man sich auch gegen den CPU hier einstellen. Stage 3, Stage 4. Ne? Die Schwierigkeit liegt natürlich bei der Stage Hit-Analyse. Combo Replay, no. Button Display, Attack Data on, ja. Oh, Beat'em Up Master ist online. Aber man muss verstehen, erstmal. Oh, hier die Xiaoyu zu spielen, das ist natürlich. Naja, also jedenfalls. Das war schwierig, ey. Oh!
Naja, Shoryu hatte hier noch nicht so viel. Ich müsste mich ein bisschen mehr reinspielen. Also die alte Shoryu, die kann ich schon gar nicht mehr spielen. Das ist schon. Jedenfalls, was soll man dazu sagen? Tekken 3 hat natürlich hier den Tekken Force Mode hier reingebracht. Survival Modus, Time Attack, Team Battle. Durch den Team Battle spielt man natürlich auch Sachen frei. Den vierten Modus habe ich noch nicht freigespielt. Jedenfalls ein vollgepacktes Spiel, alles was man braucht, ja. Und Was soll man noch dazu sagen? Tekken 3 hat auch hier drei Intros. Ah, gleich das Beste. Das Arcade-Intro. Das ist so... Ah, herrlich. Hier haben sie natürlich gezeigt, hallo Witch of Fighter, wir können auch was. Und in dem Moment haben sie, also mit diesem Spiel haben sie halt Witch of Fighter langweilig aussehen lassen für die größte Spielerschaft. Naja, und wenn ihr zum Beispiel ein Playthrough von Jin Kazama, Ling Shoryu und King, den zweiten, sehen wollt, dann klickt doch nachher auf meine Tekken-Playlist in meiner Enter the Tekken-Reihe. Jedenfalls, würde ich sagen, das wär's mit Platz Nummer 6. Meiner Top 10 Tekken Games. Und kommen wir. Was ist besser als Tekken 3? Was ist hier los? Hä? Richtig kontrovers. Ne? Für manche das beste Tekken aller Zeiten. Ich sage nee. Tekken 3 hat den Weg geebnet zu einem gewissen Spiel. Aber das sehen wir dann gleich bei meinem Platz Nummer 5. So, und mein Platz Nummer 9, wie ihr das hier schon seht, ist das 2000 bzw. 2001 erschienene Tekken Tag Tournament. Wow, eines der
mit Soul Calibur auf der Dreamcast eines der größten Launch-Fighting-Games aller Zeiten. Das hat sich verkauft immens, immens. Natürlich der Erfolg von Tekken 3 war natürlich sehr stellvertretend dafür. Aber dieses Spiel, Tekken Tag Tournament, habe ich rauf und runter gespielt. Ich habe es mir tatsächlich ausgeliehen. Sehr viel, sehr oft. Ich habe es mir tatsächlich, ich habe später auch einen Gutschein von MediaMarkt geschenkt bekommen. Und damit habe ich diese Version, diese PlayStation 2 Version, die ihr hier gerade seht, im Tekken Tag Tournament HD, mir geholt. Das hat, glaube ich, wie viel? 30? Ich glaube, 30 D-Mark noch gekostet. Jedenfalls, hier wurde schön noch das USK-Logo draufgeklebt, wie ihr, wenn ihr das Bild seht, jedenfalls, von dem Frontcover. Auf jeden Fall, das war quasi die Tekken, das war quasi auf der Basis von dem Tekken 3 Fight Engine, aber die Grafik, der Grafikmotor war sozusagen speziell für die Konsole neu. Also, ihr müsst euch vorstellen, das war der Anfang der Tekken 4 Engine. Und bei den Arcades war das quasi immer noch die Basis von Tekken 3. Das heißt, wir haben auf der Konsole immer noch die beste Variante vom Spiel, tatsächlich. Ich muss, ja. Ich glaube, ich habe nicht mehr hier den Bon hier. Und wenn, dann war ich... wenn, dann habe ich ihn auch nicht. Auf jeden Fall, der ist hier in voller Farbe. Ach ja, Multitap. Multitap wurde hier nochmal beworben. Stimmt. Und natürlich die anderen Peripherien für die PlayStation 2. Natürlich gab es hier auch einen Guide von Future Press. Ich fand, Future Press war nie und nimmer ziemlich gut. Warum? Und natürlich gab es hier unter anderem natürlich, was für Kämpfer hier dabei sind. Natürlich, das sind längst nicht alle. Das Besondere hier an Tekken Tag Tournament HD war für mich, da ich tatsächlich nicht der größte Tekken 3 Fan bin, für mich war natürlich die Rückkehr von Kazuya das Allergrößte. Ihr müsst euch vorstellen, ich als Kazuya-Fan, ganz früh, seit Tekken 2, hat Kazuya schmerzlich vermisst. Und dann denkst du dir, was ist das für ein Typ? Der sieht aus wie ein Kazuya, ist aber nicht Kazuya und mischt irgendwie Sachen mit Jun Kazama. Damals hat man sich noch nicht so Gedanken gemacht, beziehungsweise hat sich nicht so reingelesen. Man war einfach nur ein bisschen pissed halt, ne? Das ist genau dasselbe, wie ich damals das Phänomen mit Final Fantasy 7 hatte, wo Aerith gestorben ist. Ich war mega sauer. Ja, und das Ende war für mich nicht zu vielen Stellen. Ne? Also nichts gegen Final Fantasy 7, immer noch ein tolles Spiel, aber fuck! Das sind so Momente, wo ich mir dachte, leck mich, Spiel. Ne? Ich sollte mich auch so fühlen, aber trotzdem, muss nicht sein. Jedenfalls Tekken Tag Tournament HD, nicht Tekken Tournament HD, sondern Tekken Tag Tournament habe ich. Ihr müsst euch vorstellen, weiß nicht, wenn es eine Stundenzahl gebe, ich weiß nicht, aber ich hab's krass viel gespielt. Ich hab's tot gespielt. Ich hab's... Meine Fresse. Also, ihr müsst euch vorstellen, das ist noch eine blaue Disc. Das ist sozusagen noch auf CD rausgekommen. Das ist noch keine DVD. Ich weiß nicht, ob es besser gelaufen wäre oder so, aber auf jeden Fall Tekken Tag Tournament, das haben wir kaputt gespielt. Das haben wir wirklich krass gespielt. Auch wo Tekken 4 raus war, man hat immer noch zu Tekken Tag Tournament zurückgegriffen. Der Soundtrack ist ein Banger. Hier hat Okabe, der heutzutage mehr bekannt ist für seine Nier Automata bzw. Nier Games, wo er die Soundtracks heute beisteuert, jetzt aktuell zu Stellar Blade für die PS5. Ja, Tekken Tag Tournament. Da sind alle Charaktere dabei, die in Tekken 1, Tekken 2 und natürlich Tekken 3 dabei waren. Die Engine ist hier deutlich besser spielbar. Charaktere haben hier neue bzw. bessere erweiterte Moves bekommen. Kazuya ist immer noch nicht der Kazuya, den man heutzutage kennt.
Kazuya ist tatsächlich, hat ein paar Improvements bekommen, was sein Movement angeht und so weiter und so fort. Genau wie Baek Do-san und Jun und so weiter und so fort. Jedenfalls, die Technik lässt sich definitiv sehen. Auf jeden Fall machen wir den Sprung nochmal zu der Version, wo ich sage, wenn ihr die Version spielen wollt, dann müsst ihr das sogenannte hier gleich eingeblendete Tekken Hybrid holen. Tekken Hybrid ist ein Paket, das hat gelockt mit dem Prolog für Tekken Tag Tournament 2. Es hat auch den Featurefilm Tekken Blood Vengeance, den kann man sich vielleicht einmal geben, wenn man Fan von Shoryu, Alicia und den Mishimas ist. Die Story ist, naja, den guckt man sich ein, zweimal vielleicht im Leben an und dann war's das. Auf jeden Fall, der Grund war noch dabei, dass Tekken Tag Tournament HD auch da drauf ist. Alles auf einer einzelnen Blu-ray. Ich weiß nicht, ob Single Layer oder Double Layer. Auf jeden Fall, Tekken Tag Tournament 2 Prolog sind natürlich die Filmkostüme sogar und die Filmversionen von Devil Jin, von Devil Kazuya, Alicia und Xiaoyu. Das ist für mich natürlich ein bisschen lustig gewesen, wo ich das ein bisschen gespielt habe. Aber ganz ehrlich, ich habe das nicht gebraucht, weil ich habe das ziemlich spät geholt. Ne? Ziemlich spät, wo Tekken Tag Tournament 2 schon draußen war. Daher hat es mich nicht so gejuckt. Aber für Tekken Tag Tournament HD, das war mehr eine Not als Tugend, weil meine PlayStation 3, es ist bekannt, dass die PlayStation 3, also der PS2 Emulator, der da drauf ist, beziehungsweise die Spieledisk, nicht sehr viele Probleme mit CD, also mit den blauen Mustern hatte, mit CD-Spielen hatte, und die laufen nicht gerade sauber, und da muss man halt eine Alternative suchen. Deswegen Tekken Hybrid habe ich Gott sei Dank noch günstig für, weiß nicht, einen Zehner geholt oder so. Da hatte ich echt nochmal Glück gehabt. Das Problem, wo ich jetzt gerade echt nennen will, ist, Tekken Tag Tournament HD hat kein Online. Da hat man sich gefragt, Namco. Also wirklich, ne? Man hätte die Möglichkeit, jetzt Tekken Bowling zu zocken und Tekken Tag Tournament nicht online zu zocken. Aber ich sag's nochmal, Namco hatte bestimmt hundertprozentig Angst, dass keiner mehr Tekken Tag Tournament 2 spielt, weil Tekken Tag Tournament 2 hatte in der allgemeinen Fighting Game Community einen sehr schweren Stand, beziehungsweise es war ein Fail. Es wurde fallen gelassen wie eine heiße Kartoffel. Für die Masse, für mich zum Beispiel, ich finde, das ist das beste Tag Tournament, klar. Aber das hier ist ein Klassiker. Und das sind, ich meine, da passt alles zusammen. Da passt der Soundtrack zusammen, da passt die Auswahl zusammen und so weiter und so fort. Und dann wollen wir auch natürlich gleich Tekken Tag Tournament HD starten. Oh mein Gott, dieses Spiel, es ist tatsächlich, ich will nicht sagen Tekken 3 im Besser, es ist anders. Es basiert, wie gesagt, auf der Tekken 3 Fighting Engine. Ja, aber ich muss sagen, dieses Spiel ist für mich eher dieses Standbein so, ja, Tekken, das ist Tekken, definitiv. Also da war Tekken für mich, da habe ich das ja jetzt richtig in der Linse gehabt. Ja. Allein dieses Intro, ne, ich liebe es. Ich finde, das ist so stellvertretend, das ist Tekken. Ne? Viel mehr als jedes verdammte Intro, was man heutzutage sieht. Wenn man dieses Intro sieht, fuck yeah. Und das als Starttitel für die PlayStation 2. Boah, ist das ein Brecher, Leute. Und wie gesagt, alle Leute, die an diesem Soundtrack mitgearbeitet haben, ey, das ist perfekt. Unfassbar gut. Da ist er ja, Kazuya!
Check-In-Tag-Tournament. Ja, das ist natürlich das Manko an dieser HD-Version. Die Sequenzen sind leider nicht gut, ganz gut gemacht. Pair-Play-Modes, also das heißt, dass jeder hier irgendwie, natürlich, man konnte das bis zu 4 Leute spielen, jeder steuert einen Charakter. Man hat die Team-Battle, Time-Attack, Survival, Practice-Mode, Tekken-Bowl und natürlich das Theater, das kann man im Pair-Play machen. Und das Tolle hier, hier fing es schon mit der Musik an. Also erst ab Tech-Tournament wurde, haben sich die Tekken-Spieler ein Statement gesetzt, hey, wir packen alle unsere End-Credit-Scene, Arcade-Movies und so weiter und so fort rein. Wir stecken auch die ganzen Soundtrack, und der Soundtrack ist nicht groß, tatsächlich. Ne? Und natürlich, Leute, ich kann nicht anders, als das hier abzuplayen. Da ist er. Ja, Leute, also, wow. Da ist man einfach da und spielt zusammen. Heihachi Stage. Aber das ist eigentlich Ogre-Stage, ja. Die Heihachi Stage ist eigentlich, wenn ich mich hier entsinne, das ist tatsächlich die, wo man denkt. Ah, die ist es. Ja. Aber hier. Die Ogre-Stage zum Beispiel auch mega geil. Also wenn man eine Radio-Stage-Folge gehört hat, wird diese Tracks natürlich kennen. Ne? Aber auch der absolute Banger ist natürlich hier Yoshimitsu. Aber welchen ich tatsächlich immer noch benutze, und den habe ich nicht in der Radio Stage benutzt, ist immer noch gerne Nina Stage. Der hat eine schöne, gute Dynamik. Und natürlich, man sagt sich immer, ja, die Endsequenzen, Leute, die haben hier tatsächlich kein Voice mehr. Ne? Die haben hier höchstens die Kampfschreie noch gemacht und da ist meistens immer, das kommt immer so am Ende. Ne? Guck mal, wie viel Shoyu hier Kostüme hat. Das ist. Ich glaube, es gibt auch ein Special-Ding. Ne? Also wenn man dieses Ending macht, dann sieht man die, glaube ich, an der Schule. Ne? Ja, genau. Oh mein Gott, wie Xiaoyu hier noch anders aussieht. Also bis die ein festes Design hatten, das hat sich erst, glaube ich, mit Tekken 4 beziehungsweise was hat sie da an? Das ist ja das typische Ende. Aber wirklich beeindruckend restauriert. Ja, und da leiten die beide in zurück. Das ist nämlich ein geheimes Ende. Ich glaube, das ist auch genau, wenn man bei Jin den Start wählt. Glaube ich. Nee, tatsächlich nicht. Also ein bisschen hier Foreshadowing. Ein bisschen Foreshadowing auf Tekken 4, was es sein könnte. Sie ist die einzige, die eine CGI-Cutscene hat, die Unknown. Thank you.
Ja, da sozusagen in der Tech-Tournament-Lore, weil es eine Lore hat, hat sie sich natürlich von dem Wolf befreit. Sie ist halt so ein Mokujin-Charakter. Man kann quasi sagen, hier nochmal, hier Mokujin, ne? Aber wirklich, wir haben ja alle Charaktere. Wir haben ja Wang Jinri, Prototype Jack, wir haben True Orc, Ogre, Jean Kazama, Lei Wulong, King 2. Wir haben sogar Tiger nochmal hier. Hey, ja, Hardang, ne? Nina, die ganzen alten Klassiker. Aber hier, das sind die interessanten Charaktere hier. Hier, guck mal, wir haben hier Kazuya, wir haben einen Bruce Irvine, wir haben hier einen Lee. Ja, aus Tekken 2. Wir haben hier ein Ganryu aus Tekken 2. Wir haben der Jun Kazama. Wir haben Becto-san. Wir haben der Michelle. Ja, die Mori. Wir haben die Mori, Baby. Wir haben Armor King. Ich weiß nicht, ob Armor King tatsächlich in Tekken 3 war. Ich müsste noch mal ein bisschen mehr spielen, ne? Anna ist natürlich aus Tekken 3, genau wie Gunjack, Brian, ja, Heihachi. Also es sind nicht so viele nochmal dazugekommen, also ganz schön viel ist hier Tekken. Aber hier P-Jack zum Beispiel, Wang Jinrei, die sind schon nochmal hier. Natürlich Roger und Alex aus Tekken 2. Ja, und meine Güte, Ah nee, scheiße, das wollte ich noch nicht. Ja, aber klar, Tekken Bowl, Practice. Survival. Ja, können ja auch noch mal kurz gucken. Kunimitsu und Ogre. Ah ja, Kunimitsu, stimmt. Kunimitsu war auch noch mal hier. Tag Battle. Fight. Ah ja. Nee, das macht sie noch nicht. Ah, der Schaden ist hier mit. Der Schaden ist hier noch. Ja, der, also, die könnte ich auch nicht mehr spielen. Da müsste ich tatsächlich noch mal ins Mindset rein. Ah ja, das ist die typische Comedy, die man drauf hat. Ey, ich kann die schon gar nicht mehr spielen, ey. Sie hat viel bessere Tools bekommen. Ja, und vor allen Dingen der ganze Juggle ist auch viel besser geworden. Also da müsste man sich wieder reinspielen. Das ist halt sowas, da muss man natürlich gucken, aber. Da kann ich noch mal alles. Ja,
Alter, kann das doch nicht, ne? Meine Classic Combo. Oh, ja. Ach ja. Aber mit dem habe ich viel gespielt. Aber wie gesagt, das Problem. Das Problem, was wir hier jetzt bei dem haben, ist halt. Wir haben alle Charaktere schon freigespielt. Das ist jetzt gar nicht so schlimm. Das ist jetzt gar nicht so schlimm. Ah, hier sieht man, wie er das speichert. Kann man hier die Rekorde angucken? Natürlich. Natürlich Character Usage genauso viel benutzt wie Xiaoyu, Kazuya, Jun. Warum habe ich King so wenig benutzt? Wo ist King? Da ist King. Hui, King gar nicht benutzt hat. Okay. Ja, natürlich die Greatest Survivors, da nehme ich natürlich Kazuya und Jun, das ist klar. Natürlich auch Time Attack, ne? Aber das sind so die drei Charaktere, die ich am meisten gespielt habe. Ja, Jun, Kazuya, Xiaoyu. Hordeng habe ich tatsächlich hier noch nicht benutzt. Den müsste ich mir ein bisschen nochmal angucken. Tatsächlich bei Gelegenheit. Irgendwann. Ne? Aber ja, und das wär's mit Tekken Tag Tournament. Das ist nämlich sogar das Arcade-Intro. Was sogar ein bisschen... reduzierter von den Charaktermodellen aussieht. Na, Tekken Tag Tournament. Naja, und das ist natürlich das Versuchen zu Embu, nochmal die Ingame-Grafik. Das ist auch natürlich mega cool. Natürlich auch in den, hier wird natürlich gezeigt, die Power der Engine. Es sieht heutzutage echt noch gut aus. Also, man muss sagen, PlayStation 2 Titel altern viel besser. Da hat sie nämlich schon, da haben sie schon angefangen, dass Xiaoyu in die Kamera guckt. Ist schon ein geiles Intro. Ja, ist schon ein geiles Intro, aber ja. Auf jeden Fall, das wär's mit meinen Platz 5 und 6. Ja. Dann würde ich sagen, mehr kann man nicht dazu sagen, außer dass ich hier ein bisschen mehr persönlich werde. Das Tekken Tag Tournament bei mir immer noch einen sehr festen Platz im Herzen hat. Mein Gott, damit hat man Zeit verbracht. Und ja, ich muss persönlich sagen, Tekken Tag Tournament wurde nur überboten von Tag Tournament 2. Und Tag Tournament 2 ist halt, ja, natürlich, ist es basiert natürlich auf der Tekken 6 Fighting Engine. Aber dazu später mehr zu meinen Platz Nummer 4 und Nummer 3 meiner Top 10 Tekken Games. Aber wenn euch dieses Video gefallen hat, dann hinterlasst doch ein Like da und ein Kommentar zu euren Anekdoten zu natürlich Tekken 3 und Tekken Tag Tournament. Wie steht ihr zu den beiden Games? Und ich kann natürlich sagen, wenn ihr retrospektiv diese Teile spielen wollt, das
hier fängt schon wirklich die guten Spiele an von Tekken. Also ab Teil 3 kann man das natürlich machen. Tag Tournament gleich dahinter gefolgt. Und die nächsten beiden Spiele sind die sehr guten Spiele, beziehungsweise wo der Spaßfaktor auch nicht zu kurz kommt, beziehungsweise eines der erfolgreichsten Tekken-Titel ist auch dabei. Und ja, dann würde ich sagen, ich bin DK, das ist Game Stage 5 und wir sehen uns wieder, wenn es wieder heißt Get Ready for the Next Battle!